Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Zweierlei mit Bob. Und mit dabei ist natürlich wieder der Lonesome Caro. Hallo Caro. Wie der Lonesome Caro. Wieso bin ich jetzt Na, lonesome? allein. Na, Was? allein. Na, allein. Was? Allein. Allein? Ja, was? Vergiss es einfach. Nee, ich weiß Ja. schon, dass du auf den Wortwitz 2 allein mit Bob hinaus wolltest. Oh. Ich habe nur gedacht, lonesome, und habe zuerst überlegt, was? Ich rede nicht von Lone Star, das war wer anders. Ja, aber ne, da, ich habe im ersten Moment überlegt, Moment, das habe ich nicht unterschrieben. Irgendwas hab ich. Läuft da hier nicht. Warum läuft denn das hier nicht? Was ist hier das Problem? Euer Problem ist einfach nur eure Geschwindigkeit. Okay, damit können wir leben, weil wir davon sowieso viel zu viel haben. Alles klar, läuft. Wieso wirst du da angegriffen? Ja, ich bin direkt unterwegs. Greifen sogar die Schienen an. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch noch nicht. Wieso greifen die Schienen an? Was soll denn der Scheiß? Also, jetzt werde ich noch ein paar Ski. Ich habe welche in der Ja, Tasche. ich hab auch welche. Ansonsten soll ich hier das mal mit einem Kreisel bauen, weil ansonsten, mir ist das halt echt so, ja. Weißt du? Er mag nicht das, was ich gebaut habe. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, da haben wir schon uns großflächig in zwei allein, nee, in einmal mit Profis ausgelassen drüber. Aber ansonsten ist die Ja, jetzt Station hier sagte ziemlich er, geil. lief los und legte die Schienen nicht. Damit kann nämlich gar nichts mehr fahren. Und der kann ich nicht setzen. Jetzt kann ich sie setzen. Wie muss das denn hier überhaupt? Da laufen tatsächlich welche gar nicht. Und die da oben ist schon fertig, ne? Das geht halt so super schnell mit den Dingern. Ja, mit den MK2. Und überleg Ja, mal, da. das ist nur MK2. Es gibt MK5 von den Teilen. Also das ist dann schon krass. Alter, wie mache ich denn das hier? Das geht ja überhaupt nicht. Hier ist ja überhaupt kein Platz. Aber es sah gut aus. Ja, da pflichte ich dir jetzt echt bei, weil das ist echt ätzend, weil das viel zu klein hier alles ist. Ich habe aber eine Idee. Und das wird, glaube ich, auch cool, weil das wird nämlich dann jetzt in das Kreuz integriert. Habe ich gerade beschlossen. Das haben wir ja schon häufiger schon mal so gemacht, dass wir Sachen ins Kreuz integrieren. Ja, du hast das gemacht. So. Alter, wie sieht das denn aus? Okay. Es funktioniert. Und dieses Kreuz können wir sowieso ein bisschen umrüsten. Ich gerade auch noch. Ah, wir konnten doch jetzt auch irgendwie auch irgendwelche MK2-Radare, MK3 können wir auch schon bauen. Ja, MK2-Radare gehen auf jeden Fall. Das stimmt. Nee. Muss ich noch mit diesem komischen Bauinterface von den Schienen auseinandersetzen. Bin damit irgendwie noch nicht so ganz grün. Ja, ich habe auch noch ein bisschen damit zu kämpfen, aber es geht eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich geht's auch. Also da sage ich auch nichts. Nur das ist so. Man muss sich einmal darauf auseinandersetzen. Ne? Es ist so dieses, ja, wir sind das Alte gewohnt und deswegen kommen wir mit dem Neuen nicht klar. Signal. Da bitte Signal. Und hier bitte Signal. Oder? Nee, da muss ein normales hin tatsächlich. Wow, na, ich habe halt noch keine Schilder dran, ne? Das ist jetzt natürlich.
Ja, noch sind die nicht so dolle. Wallow Forest. Dann machen wir das halt so. Alles gut. Okay. Mir gefällt das hier nicht, was ich hier jetzt gerade hingezimmert habe. Gefiel dir ja auch nicht. Und zu Recht. Ach, auf einmal, ja? Ja, nee, ich bin das jetzt gerade nochmal am Umrüsten, weil sich das auch mit den Signalen nicht so sauber setzen lässt. Ist nicht so pralle. Bin ich halt gerade mit am Rumexperimentieren. Irgendwie... Odyssey! Das hier merkwürdig. Da liegen lauter kleine Bubse rum. So, jetzt nach oben. Nach hier. Die sind ja echt niedlich. Diese kleinen, ne? Ja. Diese kleinen Alien-Artefakte sind sehr geil, ne? Dass es sie überhaupt gibt, finde ich lustig. Und ja, aber ich finde es da eigentlich auch immer richtig. Ich meine, da bringe ich die armen Aliens rum und dann bringen mir das immer nix. Ja, also... Oh, ich habe auch bunte bekommen. Ja, die gibt's ja in allen Farben. Ja, das weiß ich ja. Das war ja auch so eine Sache, die hat, da hat sich Steejo drüber aufgeregt. So wie, die sind nicht im Basisspiel, das ist doch scheiße. Da hat er sich mega drüber aufgeregt, weil, ich kann es nachvollziehen, weil es ist nämlich mega geil, dass die drin sind. Es ist wirklich genial, dass die Teile drin sind. Naja, jetzt habe ich gleich noch mehr in meinem Inventar. Dung, 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 dung. Das Problem ist eher, dass die alle bunt sind. Das ist tatsächlich ein Problem, finde ich, weil da hast du halt einfach so viele verschiedene, die du da bekommst. Ja, ich mein Inventar sieht gerade aus wie eine lustige Cotton Candy Firma. Was können wir denn noch forschen? So. Ich habe das mal noch mehr hier umgerüstet und irgendwie finde ich, sieht das jetzt lustig aus. Das hat auf jeden Fall was. Also wenn du das auf der Map dir anguckst, dann siehst du auch, wir haben in die Richtung auf jeden Fall die Möglichkeit weiterzubauen. Und das ist jetzt halt mit einem Bogen angebunden. Okay, sieht auf der Map cool aus, oder? Ja, wunderschön. Ja, vor allen Dingen ist es halt sauber signalisiert. Das ist eher das, wo es mir am meisten drum ging. Ich wollte eigentlich Roboport-Bauteile mal machen. Dass wir die mal automatisch herstellen und so. Ja? Hallo? Was brauche ich denn dafür? Roboter-Hangar Antennenfeld Mark II. Okay. Logistik Zone Interface. Ah, okay. Mhm. Roboterladestation. Große Roboterladestation. Das musst du dann einfach mit den besseren Unterlagen und hier mit den Kisten. Okay. Was brauchen wir denn für ein Antennenfeld? Aluminium! Haben wir irgendwo Bauxit auf der Map? Bist du schon mal über Erz gestolpert, wo du denkst, was ist das denn? Andauernd. Okay. Sorry. Ja, hier ist hier liegt Bauxit. Frage, blöde Antwort. Neben dem Kohleding liegt Bauxit. Das ist so ein gelbliches Erz. Weißt du? Kohleding? Mhm. Neben dem Kohleding auf der anderen Schienenseite liegt Bauxit. Guckst du mal auf der Map, das ist so ein gelbes. Ja, gefunden. Das Bauxit. Das brauchen wir für Aluminium. Na, schönen Dank auch. Ich mache mal Automatisierung 4. Gibt lila. Schön. Was, wie lila?
Ach, lila ist lila Montagemaschinen. Ja, Mark 4. Die 9. Ja, ja. Schön. So, und ich komme mal so mit mal ein paar, ein bisschen Alien-Artefakten nach Hause. Okay. Hast du dann mal ein bisschen die Aliens angeschnauzt? Ja, naja, wenn die da schon an die Schienen gehen, weißt du, also irgendwann ist auch mal vorbei, Jungs. Das jetzt guck ja dir das vorm schöne Kreuz an. Ja. ja. Naja. Es ist mal was anderes wieder. Oh Gott, die sind schon die ersten ausgelaufen, das ist unglaublich. So, ich werde jetzt hier mal bei dem Bauxit hier oben, hier ist nämlich so ein kleines Feld, da, das schmeiße ich mal voll mit Minern. Das schmeißen wir einfach nicht voll, da schmeißen wir einfach 4 Stück drauf, das reicht. Für diesen Zweck hier völlig. Sieht's denn eigentlich so mit Kupfer aus? Auch nicht so geil, hä? Kupfererz? Mhm. Würdest du dann eine Basis bauen wollen? Ja, ich habe gerade überlegt. Wenn Kohle gleich ausgelaufen ist, kann man das Ding ja übernehmen. Meinst du, weil das so schnell ausläuft? Ja, bestimmt. Ich bringe jetzt gerade erstmal Bauxit rüber. Wie verarbeite ich das überhaupt? Moment. Na, keine Ahnung. Das machen wir irgendwo zu Aluminiumoxid. Und zwar in einem, was? Was ist denn der rote Ofen? Das ist ein Metallmischofen, oder? Nee, ein chemischer Ofen. Okay. Im chemischen Ofen machen wir das mit Natriumhydroxid. Kann noch irgendwo passive Anbieterkisten bauen, genau. Die setze ich jetzt mal dahin und da packe ich mal alle unsere Bubbles rein. Ich möchte eben was forschen. Ja, forsche. Ich suche nur gerade, wo das ist. 3 Stunden später. Ja, ich möchte diese Forschung machen, die uns die besseren Metallmischöfen gibt. Beziehungsweise so Multifunktionsöfen. Weißt du? Bin raus. Was ist denn das da Geiles? Lasergewehr. Alter. Das sieht geil aus, ne? Ja. Lasergewehr klingt echt gut, oder? Sexy. Das klingt echt super. Okay, dafür brauchen wir fortgeschrittene Elektrotechnik und dafür brauchen wir Goldverarbeitung. Okay, machen wir Gold. Aber Kupfer ist noch okay. Eisen ist gerade wieder mal nicht so doll, ne? Ich bringe übrigens mal Bauxit zur Furnace Area, ne? Mach mal. Ja, wir brauchen das. Ich will jetzt Aluminium herstellen. Ich will die besseren Logistikzonen-Dinger da machen. Hab ich da eigentlich? Ich hab so viel Quarz auf Tasche. Warum? Glaube, weil du mal da eine Kiste abgebaut hast. Die zwischen den beiden Quarzminern da stand. Weil Quarz brauchen wir nicht so extrem viel momentan. Das brauchen wir zwar. Wo läuft das ganze Quarz hin? Siliziummaschinen südlich. Und wieso läuft es nicht durch? Wie, es läuft nicht durch? Hä? Vergiss es, ich war's. Alles gut. Okay. Zu den Siliziummaschinen kann ich da ein bisschen Quarz reinschmeißen. Mit Sicherheit. Was mache ich denn überhaupt mit dem Aluminiumoxid dann? Das Aluminiumoxid dann... Oh Gott! Das Aluminiumoxid kommt dann mit Carbon in den Electrolyzer, um dann Aluminium herzustellen. Alter! Klingt super! Damit machen wir dann Aluminiumplatten. Schön, ne? Mhm. Toll. Klingt echt klasse. Ich werde jetzt mal so ein bisschen meines blauen... willst du jetzt irgendwas forschen? Multifunktionsöfen 2 bräuchten wir. Oder nee, fortgeschrittene Elektrotechnik 2 brauchen wir. Nicht Multifunktionsöfen. Fortgeschrittene Ölerreichung. Das ist der Prozessor. Fortgeschrittene Elektrotechnik. Ganz vorne meine ich, oder? Müsste das sein.
Achso, ja, Tatsache. Wo dann diese Prozessoreinheiten mitmachen. Und die sind so, oh Gott. Das ja, ist halt wie das, alles hier. Ja, nee, die sind wirklich schlimm. Also. Die sind erstmal richtig scheiße. Entschuldigt. Ja, ich meine, guck dir unser Konstrukt doch schon mal an, unten, was wir nur für die roten Circuits im respektive, also für die weißen machen müssen. Ja, ja, das war gar nichts. Ne? Und was ist denn hier passiert? Da hat mir nämlich jemand einen Kommentar drunter geschrieben mit der Aussage, ja, schön, wie ihr euch darüber freut, aber das war noch nichts im Vergleich zu Mobsmods. Und ich denke so, ja, ich weiß, danke. Das weiß ich bereits, dass das noch nichts gewesen ist. Aber wir haben uns trotzdem gefreut, dass wir es fertig haben. Ich weiß, dass da nämlich noch einiges mehr sein muss. Was denn? Hä? Was? Ach so. Das ist irgendwie blöd gebaut hier. Was denn? Na, diese Dings. Ah. Da. Diese. Die Fließbandproduktion, die ist halt nicht upgradebar. Ja, dann zieh die rote Fließbandproduktion eins nach oben, dann ist das upgradebar. Okay? Ja, mach ich. Weil da habe ich, also ich habe das bisher noch nie so gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich meine, ja, aber es ist, ich meine, es geht so, ja, aber es ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil es würde natürlich Sinn machen, dass wir es upgradebar bauen, weil wir haben nämlich zigtausend dieser Stufe 1 Fließbänder irgendwo rumzuliegen und die werden halt einfach nicht verarbeitet. Das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Vollkommen. Weil, und damit können wir dann nämlich da die alten Dinger, das kann ich ja gleich mal auf Logistiknetzwerk umstellen. Ach so, würde ich ganz gerne. Ich kann ja aber keine Signalkabel bauen. Weil Gummi fehlt, ne? Mhm. Wieso willst du nur das auf Logistiknetz umstellen? Dafür brauchen wir doch keine Gummikabel. Für die Logistikkisten. Doch, weil du ansonsten. Ach so, weil du dann quasi sperren möchtest. Weil du das als Anforderungskiste machst. Ah, damit du das sperren kannst. Und damit, wenn du das jetzt Anforderungskiste machst, sprich, du willst ja die alten Sachen raushaben aus dem System und auf neue umbauen. Und damit ist es nicht mehr im Logistiknetzwerk. Du kannst keine einfache Kondition dazu setzen. Das funktioniert nicht. Ja, ich verstehe, ja. Das heißt, du musst die Dinger immer manuell verkabeln? Und kannst dann sagen, und wenn der Kiste, also fordert irgendwie 100.000 an von mir aus und du darfst halt aber nur rausnehmen, wenn da nur noch 50 drin sind oder so. Hä? Aus der Maschine davor. Ach so, ja, okay. Mhm. Dafür brauchen wir halt diese Dinge, aber gut, dann kümmere ich mich gleich mal darum. Ja, ich gucke gerade mal, wie wir Gummi herstellen aus Harz. Das ist ja eigentlich nichts Großartiges. Das kann man einfach mal an einer Holzproduktion nebendran stellen, dass wir dann da Gummi herstellen, einfach für auf Tasche. Das kann ich ja mal eben machen. Ja, weil wenn du sagst, dass wir das brauchen, dann brauchen wir das. Gut. Ist naja, okay. Wir brauchen es so oder so, früher oder später irgendwann mal. Ja. Ich freue mich schon drauf. Wir haben jetzt gerade fortgeschrittene Elektrotechnik 2 erforscht. Und ich gucke mir das nur an, logische Schaltung, und denke so, nein, okay, ich bin raus. Das ist echt schlimm. Doch so schlimm, ja? Ja, das ist, ja, nee. So, dann machen wir mal. Da möchte mal. Ich nicht drüber reden, dass, passive Anbieterkiste? Mach mal hier das mal. Mach mal hier Herr Harz und, wie mache ich das? In einem Ofen, okay? In jeglicher Form von Ofen. Stelle ich da jetzt einfach einen Hochofen hinter. Ah, Klappe. Wenn es dann jetzt hier einfach ein bisschen Zeug herstellt. Achso. Der verbrennt dann halt Holz. Oder? Nee, sollte er eigentlich nicht. Das wäre dumm. Wenn er Holz verbrennt.
Ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Leben Untergrundfließbänder brauchen. Wieso? Hast du jetzt so viele im Inventar? Weil du so wahnsinnig viele hergestellt hast und jetzt ich die Kiste aufgenommen und hab, wir brauchen die niemals. Sicher? Ja, das sind echt eine geile, das ist eine ganze Menge. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Warum denn auch ja, nicht? Weil wir halt auch nicht bei Rot ewig bleiben werden. Deswegen macht das eigentlich mal relativ wenig Sinn. Also finde ich zumindest. Also ich baue eigentlich von den immer maximal 4 Stacks eigentlich. Holz und hier bitte Kohle ranbringen. Okay, ja gut, ich habe jetzt einfach nur mal gemacht. Weil ich benutze diese Produktionsstätte dieser Art so grundsätzlich nie, so das zu bauen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ne, das ist ja das Schöne eigentlich daran, dass wir zusammenspielen, weil dann kommen nämlich von beiden die schlechten Ideen zusammen. Und dann kommt was noch Schlechteres bei raus. Ja. So wie man das erkennt. Nee. Nennt sich Kollaboration dann am Ende. Ach so, ja. Ne, wenn zwei Verrückte zusammenarbeiten, kommt nur Mist bei raus. Aber anscheinend interessiert diesen Mist, den wir hier fabrizieren, ja jemand, ne? Das soll durchaus ab und zu mal vorkommen, ja. Mhm. Also ich hab's auch nicht glauben wollen, dass es am Anfang, dass es tatsächlich so viele Leute interessiert, wie es jetzt ist, aber ich find's schön. Also macht das nämlich dann auch Spaß. Ja, natürlich, auf jeden Fall. So, ich bräuchte Kabel. Ja, Gummi wird ganz vorne am Bus hergestellt. Oh. Ganz ja, vorne am ja Bus. Nee, alles gut, ist schon klar. Ich habe das halt jetzt einfach vorne dahingestellt, weil es passt. Ganz einfach, weil da noch Platz war und ich das nicht hinter irgendeine andere Produktionsstätte klatschen muss. Und er produziert uns jetzt halt Gummi. Zwar nicht schnell, aber er produziert. Da unten rechts. Die erste Produktion da unten rechts. Weiter rechts, 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 rechts. Weiter rechts. Oder hast du schon? Mm-mm. Rechts, nicht links. Läufst immer weiter nach links und ich denke so, weiter rechts, weiter nach rechts. Geh doch mal weiter nach rechts. Geht immer weiter ich nach links. Ich bin eine Frau, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ich bin Linkshänder und habe eine Rechts-Links-Schwäche. Das ist leider einfach so, aber das kann ich nachvollziehen, also weil das ist echt ätzend. Ich habe damit mega Probleme. Ach, das geht ja gar nicht. Ah, wo das leiden wir denn hast du aber schon angegrenzt, oder? Ich grenze das mal ein auf 4 Stacks, ja? Ja, mach das mal. Habe ich das vergessen? Ja. Okay. Nee, alles gut. Solange es noch vorher auffällt, ist doch alles in Ordnung. Ja, ich meine, der ist auch verdammt langsam, hast ja gesehen. Das wird nicht schnell verbraucht. So, ja. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. Ja, ich würde das noch hinten fix verkabeln. Ja, mach das. Weil das ja für heute so unsere letzte Session ist, ich würde das noch fix verkabeln. Weil wir das ansonsten vergessen. Weil ich es ansonsten vergesse, genau. Und dann macht das ja alles keinen Sinn. Ja. Ich wollte eigentlich immer noch diese modularen Roboport-Bauteile machen, aber das ist. Es ist so mega viel Aufwand. Ja, müssen wir. Aber demnächst. Ja, und wir müssen eigentlich hier auch gucken, dass dieser ganze Kram ein bisschen weiter nach unten gesetzt wird. Weil wir... Das funktioniert ja gar nicht, okay. Wir kriegen nämlich in den nächsten Folgen dann damit Probleme, weil wir nämlich Aluminium weiter reinleiten müssen. Ich brauche nämlich mehr Platz beim Bus. Und das bedeutet, dass alles, was unterhalb des Busses aktuell ist, ein bisschen weiter nach vorne rücken sollte. Also ein bisschen weiter nach Süden. Und das würde ich halt unfassbar gerne mit Robotern machen. Weißt du? Ja. Sagst du jetzt einfach nur ja, damit du das bestätigst und hast mir gar nicht zugehört? Ja. Ich hab's gemerkt. So, also wenn du mal kurz gucken kommen möchtest, so soll das in etwa aussehen. Warum höre ich dir eigentlich zu und du mir nicht? Ich finde das gemein. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich finde das gemein. So.
Was hast du jetzt gemacht? Mhm. Der, wenn, ja, okay, und der fordert 1000 an. Alles genau. Klar. Der genau, auch. Und der fordert halt ganz viele an. Das heißt, da können wir jetzt das Cap rausnehmen. Mhm. Das heißt, jetzt können wir das hier vollschmeißen mit allem Scheiß. Genau. Soll ich mit den geführten 25.000 Fließbändern, die ich hier auf Tasche habe, die ich nicht brauche? Na, warte mal. Ein bisschen hätte ich auch gern. Genau. Ja, ich schmeiß da und jetzt das ganze alte Fließband rein. Ich mach gar nichts mehr mit dem alten. Ah, ein bisschen behalte ich noch. Weil wir gerade auch so ein bisschen Eisen ist nicht so frei. Aber gut, okay. Ja gut, dann könnten wir jetzt aufhören, wenn wir wollen. Wollen wir das denn? Im Normalfall nicht, aber wir sollten. Sollten wir das denn? Im Normalfall schon. Im Normalfall schon, okay. Hm. Ist doof. Doof, ne? War ich dran, ja, ne? Ich glaube. Ja, ich glaube auch, ne? Dann bringe ich uns mal raus. Wir danken euch fürs Zuschauen und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid in dem großen Chaos, was wir hier veranstalten. Und danken, wie gesagt, auf jeden Fall, dass ihr so treu mit dabei seid. Und ja, bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss.